Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zur letzten offiziellen großen Session der Vosges-Konferenz 2016 im schönen Salzburg. Heute mit etwas bedecktem Wetter, passend zum Thema mit den Spire. Ich freue mich über die rege Teilnahme. Das ist immer schön. Ich dachte, ich suche mir eine Session aus, wo keiner sitzt. Aber das freut mich immer wieder, wenn es dann doch irgendwie gut funktioniert. Ich möchte vorstellen, Jürgen Weichand, vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern. Wahrscheinlich einer der Experten im Bereich Open Source für Inspire, kann man glaube ich so sagen. Einen anderen hören wir heute auch noch, der sitzt da schon. Und noch einen kriegen wir heute von der Astrid. Also ein sehr, sehr kompetentes Vortrags. Ich kenne sie alle persönlich, das kann nur gut werden. Und heute sehen wir auch Hale, das ist der Humboldt Alignment Editor, der als Geoserver-Erweiterung für Applikationsschemata bequemes Mapping zwischen bestehenden Datenquellen und GML-Schema ermöglicht. Und das glaube ich nicht, deswegen bin ich sehr gespannt und habe auch schon gehört, das wird heute ein bisschen weniger theoretisch, sondern sogar ein bisschen praktischer Vortrag sein. Also, bitteschön. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich bin genauso gespannt wie Sie auch. Zum ersten Teil, es wurde gerade in der Einführung schon angesprochen, die Inspire-konforme Datenbereitstellung. Ich habe jetzt nochmal den Inspire-Zeitplan rausgeholt. Ich möchte gar nicht auf Details eingehen, eigentlich nur auf zwei wesentliche Punkte. Während der Inspire-Umsetzung oder Realisierung gibt es zwei wesentliche Phasen. Die eine, in der ersten Phase, werden bestehende Geodaten, die von diesen Inspire-Themen betroffen sind, in ihrem originären Datenmodell bereitgestellt über Darstellungs- und Downloaddienste. Hierzu hören wir nachher einen Vortrag von Armin Retterath. Und spätestens ab 2017 wird für die ersten Themen die Pflicht sein, diese von Inspire betroffenen Datensätze in Inspire-Datenmodell bereitzustellen. Hier habe ich es nochmal aufgeführt. Es gibt 34 Inspire-Datenspezifikationen, für jedes Inspire-Thema eine. Und diese Inspire-Datenspezifikationen oder die dazugehörigen Datenmodelle sind GML-Applikationsschema. Ich fand es sehr spannend hier die letzten Tage auf der Vosges, weil das Thema Applikationsschema war überall oder es war sehr häufig kam das Thema vor. Wir hatten es im PostNAS-Anwendertreffen bezüglich 3A. Wir hatten es gestern bei X-Planung. Also es war sehr, sehr spannend und es wurde viel darüber diskutiert. Das fand ich sehr toll. Und auch diese komplexen, komplex strukturierten Datenmodelle müssen über Darstellungs- und Downloaddienste bereitgestellt werden. Noch eine kleine Ergänzung, es gibt mehr als 34 GML-Applikationsschemata, weil für manche Inspire-Themen gibt es mehr als ein Applikationsschema. Das ist zum Beispiel bei Gebäude so. Gebäude gibt es 2D- oder 3D-Gebäude. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen was live zu zeigen mit dem Hale, mit dem Humboldt Alignment Editor, der grundsätzlich ein bequemes Mapping ermöglichen soll. Ich habe hier mal die Oberfläche geöffnet, also Hale ist eine Open-Source-Software und eine große Besonderheit oder ein grundlegendes Konzept von Hale ist, dass das komplette Mapping auf Schemaebene basiert. Das heißt, in welcher Form die Daten grundsätzlich kodiert sind, ist erstmal egal. Für mich ist eigentlich nur wichtig, wie ich die Zuordnung zwischen unterschiedlichen Schema mache. Ich habe hier auf der linken Seite mein Quellschema im Schema Explorer. In dem Fall heißt dieses Quellschema Shape Flurstücke. Und man sieht hier die Attribute. Das ist keine Shape-Datei. Ich habe eine Shape-Datei einfach in eine Postgres-Datenbank geladen und man sieht anhand der flachen Struktur und auch an dem T ist einfach die Struktur der Datenbanktabelle. Auf der rechten Seite habe ich das Inspire-Anwendungsschema für Cadastral Parcels geladen. Man erkennt es, wenn man hier auf das Dreieck klickt und das entsprechende Objekt öffnet. Man erhält Attribute, das ist ähnlich wie bei der Tabelle, aber man kann diese Attribute auch wieder teilweise beliebig weit aufklicken. Das heißt beispielsweise das Attribut Inspire-ID hat nochmal ein eigenes, besteht aus dem Objektart oder ist die Objektart Identifier und die wiederum hat selbst diese Attribute. Das heißt, es ist ein objektorientiertes Modell. Und jetzt kann ich quasi diese verschiedenen Schema zueinander zuordnen und die Transformation machen.
Im vorherigen Vortrag hatten wir das schöne Zitat, Breite statt Tiefe. Ich kann jetzt natürlich nicht jedes Detail zeigen, aber ich versuche mal ein paar grundlegende Aspekte zu zeigen. Das heißt, als erstes muss ich entscheiden, aus welchen Quellentitäten werden welche Zielentitäten. In dem Fall ist es meine Datenbanktabelle. Jede Zeile in dieser Datenbanktabelle soll ein Flurstück werden. Das mache ich über ein Retype. In dem Fall ist es natürlich so, dass ich eine ganz einfache, fast 1:1 Beziehung habe. Man sieht jetzt hier auf der rechten Seite die Zuordnung auf Objektebene und jetzt kann ich quasi beginnen mit meinen Attributen, diese zu mappen. Ich habe auf der linken Seite ein Attribut AFL. Ich habe in der Datenspezifikation von unseren Daten nachgeschaut, von diesen Shape-Dateien. AFL ist die amtliche Fläche. Und auf der rechten Seite im Inspire-Datenmodell gibt es das Attribut AreaValue. Und jetzt kann ich die quasi zueinander zuordnen mit einer beliebigen Transformationsfunktion, die von Hell angeboten wird. In dem Fall ist es wirklich einfach, es ist einfach eine Umbenennung, ein Rename. Und so könnte ich jetzt das gesamte Datenmodell durchmappen. Es ist, wie gesagt, aber auch ein sehr einfaches Beispiel. Jetzt machen wir das wie bei einer guten Kochshow. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Also jetzt wird das Applikationsschema wieder neu geladen, das Quellschema wird neu geladen und auf der rechten Seite, das ist das Alignment, also das ist die Zuordnung zwischen Quell- und Zielschema, das sollte jetzt... falsch. Also man sieht jetzt schon auf der rechten Seite, wenn ich jetzt dieses Kedestal Parcel anklicke, dann sehe ich das vollständige Alignment. Ich wollte aber nochmal kurz ein anderes laden. Also es ist genau das gleiche Projekt, nur mit einem Unterschied, ich hoffe, man erkennt es. Also man sieht jetzt auf der rechten Seite die vollständige Zuordnung zwischen Quell- und Zielobjekt. Es sind einfache Transformationsfunktionen verwendet, also eine Umbenennung, eine Wertezuweisung oder Formatted String heißt, ich mache aus beliebigen, ich baue verschiedene Quellattribute zu einem Zielattribut zusammen. Und jetzt ist noch ein Unterschied, ich hoffe, man erkennt es auf dem Beamer leicht. Hier stehen Zahlen dahinter. Also ich habe jetzt bei diesem Projekt, das ich jetzt neu geladen habe, bereits Daten importiert aus der Datenbank. Ich habe 51 Tabellenzeilen importiert, das ist ein recht kleines Beispiel. Und weil es eine 1:1 Zuordnung auf Objektebene war, habe ich am Ende 51 Instanzen rausbekommen. Wenn ich jetzt mehrere Quelltabellen joinen würde, also aggregieren oder disaggregieren würde, käme natürlich eine andere Anzahl raus. Aber man sieht quasi, es wurde umgesetzt und hier unten ist noch ein kleiner unscheinbarer Haken, Instance Validation, der Haken ist dran. Das heißt, ich habe alle Anforderungen, die das Applikationsschema formal hat, erfüllt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Daten nach GML zu encoden. Das heißt, ich habe die ganze Transformation nur auf Schemaebene gemacht und wie das jetzt ins GML kommt, ist mir eigentlich egal. Das macht das Hell für mich. Hierzu kann ich einfach sagen, ich möchte die transformierten Daten exportieren. Üblicherweise verwendet man für GML zurzeit WFS 2.0 Feature Collections als Container, aber das ändert sich auch ab und zu mal. Üblicherweise wird man GML die Dateiendung GML geben. Ich mache jetzt einfach mal XML, weil dann wird mein Editor das auch sauber highlighten auf die Schnelle. Und wir sehen hier, oh, ich habe einen wichtigen Haken vergessen, den ich unbedingt, hier steht es, bitte setzen. Das Pretty Print, also grundsätzlich ist das technisch natürlich egal, aber macht natürlich jetzt für die Live-Demo mehr Sinn zu sagen. Genau, next, Pretty Print. Okay. Und wir sehen hier, also ich habe dieses Mapping rein auf Schemaebene gemacht und wie das Ganze aus SQL oder über die Datenbank geladen wird oder ins GML encoded wird, ist eigentlich völlig egal, das macht die Software für mich. Und das ist wirklich fantastisch, weil es funktioniert auch mit grundsätzlich anderen Formaten. Man macht es auf Schemaebene
und super. Und man sieht jetzt auch, ich habe dieses Mapping auf die Schnelle gemacht, ein paar Unzulänglichkeiten, beispielsweise das Label, wurden Gleitkommazahlen umgewandelt in String, also das würde natürlich ungern irgendeinen Vermesser nach draußen geben, das muss man dann noch nachschärfen. Aber jetzt komme ich zum wichtigen Aspekt. Häufig ist es so, aus meiner Erfahrung, dass beim Thema Datenmodelltransformationen und Bereitstellung für Inspire oder für andere Zwecke das Thema Datenmodelltransformation und Bereitstellung über Dienste immer getrennt wird. Das heißt, ja, wir machen eine Evaluierung für Werkzeuge für Datenmodelltransformation oder wir machen eine Evaluierung für Werkzeuge für die Dienstebereitstellung. Aber aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, das immer zusammen zu betrachten, weil es miteinander verknüpft ist. Wir könnten jetzt diese Daten grundsätzlich als statisches GML exportieren und irgendwie im Atomfeed bereitstellen. Das funktioniert für kleine Datensätze durchaus, aber wir haben in Bayern beispielsweise deutlich über 10 Millionen Flurstücke und das sind dann mehrere 100 Gigabyte GML. Da ist es kein gangbarer Ansatz. Man muss das Ganze oder man sollte das Ganze wirklich auch in Direktzugriffsdienste verpacken, BFS 2.0. Und hierfür habe ich jetzt mal ein einfaches Beispiel gemacht mit der Software Decree. Decree 3 hat die Möglichkeit, aus Applikationsschemata, theoretisch aus beliebigen, in der Praxis ist es leider nicht ganz so, automatisch einen kompletten WFS anzulegen mit wenigen Mausklicks. Ich sage eigentlich nur dieses Applikationsschema, in dem Fall Cadastral Parcels. Und ich hätte gern einen WFS dafür, beziehungsweise sogar einen transaktionellen WFS. Alles, was im Hintergrund dafür notwendig ist, die objektrelationale Abbildung oder das Mapping oder die Sekundärdatenhaltung, wird von Decree automatisch angelegt. Und ich muss die Daten nur noch reinschreiben. Und das kann ich hier ganz einfach machen. Ich sage jetzt hier einfach die Daten exportieren. Das ist genau das gleiche Element wie gerade eben. Nur nicht als GML Feature Collection, sondern direkt Direct Upload. Man sieht, es ist ziemlich neu, steht noch Experimental dabei. Und kann jetzt hier meine Transactional eingeben. WFS-Version ist 2.0. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig auf die Schnelle. Ich werde nochmal eine Konvertierung der Koordinatenreferenzsysteme machen. Das ist eigentlich nicht notwendig. Aber falls die, damit ist immer gewährleistet, dass quasi die Koordinatenreferenzsysteme im GML neu rausgeschrieben werden. Man kann es so ähnlich vorstellen, ob die bestehende PAJ-Datei übernommen wird oder ob eine saubere, neue, vollständige generiert werden soll. Next, Finish. Jetzt schauen wir mal. Und er schreibt die Instanzen, idealerweise geht jetzt gleich das Fenster zu und ja, wunderbar, das war's. Der Inspire-Download-Dienst ist fertig. Ich gehe jetzt hier rein, ich habe mir mal einen Request. Also Decree auf Port 8480, das ist mein kleiner Docker-Container, da läuft das jetzt drin mit PostGIS. Get Feature, Type Name ist cp-cadastral-parcel und die Anzahl der abzurufenden Features ist 1. Und da ist mein Objekt über WFS. Also das ist eine Möglichkeit, wirklich mit Sekundärdatenhaltung Inspire-konforme Daten bereitzustellen mit Decree. Ich habe im letztjährigen Tagungsband sehr ausführlich beschrieben, wann man quasi Sekundärdatenhaltung machen muss oder wann man gegebenenfalls auch noch On-the-Fly-Transformationen in Erwägung ziehen kann. Und in dem Fall ist es so, es ist ein ganz einfaches Beispiel und ich habe jetzt auf der linken Seite bewusst eine Datenbank als Quelle genommen und auf der rechten Seite das Applikationsschema. Und ich habe keine komplexen Transformationsfunktionen verwendet. Also da sind keine Aggregationen oder Disaggregationen dabei und auch keine Skripte. Und in dem Fall ist die formale Rahmenbedingung erfüllt, dass es grundsätzlich auch für eine On-the-Fly-Transformation geeignet wäre. Und in diesem Moment gibt es die Möglichkeit, auch alternativ mit GeoServer, mit der sogenannten Application-Schema-Erweiterung, Applikationsschema bereitzustellen. Und ein großes Problem von dieser Erweiterung war immer, die gab es schon länger, aber man musste dieses ganze Mapping immer von Hand schreiben. Und das war sehr aufwendig und es war auch nicht sehr weit verbreitet. Und es ist jetzt eine der Neuerungen, die auch von den Kollegen eingebracht wurde, von GeoSolutions, dass die Möglichkeit besteht, aus Hale als Ergebnis nicht die Daten zu exportieren. Also momentan haben wir die Daten transformiert und sie dann in Decree exportiert. Jetzt machen wir es mit GeoServer anders. Wir exportieren nicht die Daten, sondern wir exportieren unser Mapping. Unser Alignment wird als Dienstekonfiguration exportiert. Also es gibt hier die Option, exportieren das Alignment als App-Scheme-Configuration. Das sollte man vielleicht noch dazu schreiben, dass es GeoServer ist.
und kann das dann direkt per REST API auf den Geo-Server schicken. Und ich habe hier genau das korrespondierende Beispiel aus diesem gleichen Projekt mit dem Geo-Server. Und hier ist mein Geo-Server-Objekt als Applikationsschema. Also das Fazit ist, das war jetzt natürlich ein äußerst einfaches Beispiel, wo funktionieren muss. Es gibt wesentlich kompliziertere Beispiele, bei denen das alles nicht so einfach ist. Nicht, dass hier falsche Eindrücke entstehen. Aber es gibt durchaus Werkzeuge, die das Thema adressieren und funktionieren. Wir hatten gestern Abend noch eine sehr schöne Diskussion zu dem Thema mit Xplan. Wie könnte man aus einer eigenen Datenbank Xplan exportieren? Ich habe mir vom Herrn Ströbel gestern noch aus dem GitHub das Datenbankschema geklaut und habe das Applikationsschema von Xplan geladen. Und idealerweise, ich hoffe, das funktioniert, also auf der rechten Seite sieht man schon das Xplan-Schema, als wird das Datenbankschema geladen. Das sind schon wesentlich größere Schemata jetzt, dauert alles ein bisschen länger. Aber im Prinzip könnte man hier auf die gleiche Art und Weise die Zuordnung machen, hätte noch ein paar Besonderheiten, weil in dem Datenbankschema wurde schön Vererbung berücksichtigt und das sollte man natürlich entsprechend auch auf die objektorientierte Struktur übertragen. Ich sehe schon, okay, wie gesagt, das Datenbankschema hat ein paar hundert Tabellen, auf meinem kleinen Laptop dauert es ein bisschen länger. Da ist es, wunderbar. Und jetzt könnte ich quasi, Sie haben mir das Datenbankschema sehr korrespondierend angelegt zu dem GML-Applikationsschema und da wäre das Mapping jetzt eigentlich auch kein Problem. Eine Besonderheit ist ja noch, ich kann ja auch umstellen und dann quasi das Mapping auf hierarchisch machen, also hierarchisch machen, das heißt die Vererbung an verschiedenen Objektstellen mappen. Das war gestern auch ein Thema, das heißt, wenn ich jetzt Abstract-GML, Feature habe und so weiter, kann ich das entscheiden, auf welche Ebene ich das map und kann quasi bei Ihnen dann aus dem Tabellenschema dann auch entscheiden, was ich nehme. Eine Schwachstelle habe ich in dem Kontext gleich noch gefunden. Sie haben mehrere Datenbankschema verwendet, was auch gut ist, aber Hell unterscheidet es nicht. Jetzt habe ich quasi links mehrmals die gleiche Tabellennamen und kann es nicht zuordnen. Das ist vielleicht eine Sache, die man noch da weitertragen müsste. Bitte? Sollte eigentlich nicht sein, dass Tabellennamen sind auch ohne Schema, sollten die eigentlich eindeutig sein? Ich habe doppelte erhalten, aber können wir vielleicht nachher im Detail nochmal anschauen. Gut, das war jetzt ganz kurz Fazit, Open-Source-Werkzeuge harmonieren immer besser und ja, man sollte das Ganze als Einheit betrachten. Und ich fand, wie gesagt, die Diskussion in den letzten Tagen sehr toll. Jetzt möchte ich noch schnell zum anderen Thema kommen. Der GDI-Y-Download-Client. Wir haben bei dem Thema GDI ein Problem, und zwar die mangelnde Softwareunterstützung von Download-Services. Das heißt, die Dienstebereitstellungsseite wird immer besser. Aber wir haben immer mehr Datenbereitsteller, die sagen, ja, wir stellen die Dienste jetzt für Inspire bereit, aber wer soll sie denn wie nutzen? Und dann sagen wir immer, ja, für QGIS gibt es ein paar Plugins, ja, wunderbar, aber wir haben kein QGIS. Aus dem Grund haben wir versucht, jetzt von der GDI Bayern eine Software zu entwerfen, die man grundsätzlich mit anderen Softwareprodukten einsetzen kann, in dem Moment, wo man quasi diese einsetzt für den Download der Geodaten. Das Ganze wurde ausgeschrieben von der Geschäftsstelle GDI Bayern. Wir haben sie da technisch ein bisschen beraten. Und ja, das Ganze wird Open Source, Apache 2.0. Wesentliche Merkmale sind der Download von Geodaten über WFS und Predefined Atom, klar. Es wird eine Desktop-Anwendung. Kommt bestimmt auch vielleicht die eine oder andere Frage dazu. Und das Besondere ist, man wird auch eine Weiterverarbeitung drin haben. Das heißt, wenn der Dienst beispielsweise GML kann oder es ist ein Atom-Feed, der Rasterdaten bereitstellt, kann ich da direkt einen Workflow integrieren, der mir zum Beispiel ein Geopackage draus macht. Ich versuche es mal noch kurz live zu zeigen. Ist noch nicht ganz fertig. Falls ich erstmal noch prüfen, ob ich Internet habe. Ja, nicht. Ich mache jetzt bewusst mal nicht Vollbild, weil ich habe das Problem, sonst sehe ich ja nicht alles und dann wird es ein bisschen schwierig von der Bedienung. Das ist die Oberfläche des Download-Clients. Hier oben, hier kann ich eigene Dienste-URLs eintragen oder ich kann direkt über CSW suchen. Die CSW-URL ist frei konfigurierbar. Ich nehme jetzt in dem Fall mal ein Beispiel DOP. Das ist ein Atom-Feed für die Rast-Download von den Otto-Fotos in Bayern. In dem Fall hat man virtuelle Datensätze erzeugt, indem man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt nicht ganz Bayern mit Kacheln anbieten, sondern wir wollen das irgendwie unterteilen. Die Unterteilung ist in Befliegungslose gemacht worden. Das hatte ich auch vor 2-3 Jahren mal vorgestellt.
auf der Foskis und ich kann jetzt quasi sagen, ich möchte dieses befliegungslos herunterladen. Und ich habe extra mal ein kleines gewählt. Das hat verschiedene Varianten, werden da von uns angeboten, beispielsweise Gauss-Krüger oder ETS-89. Und jetzt kommt die Besonderheit, es sind jetzt quasi lauter Kacheln. Und wenn ich diese Kacheln aufrufe, dann haben die unter Umständen ein Format, was ich mit meiner Software nicht verarbeiten kann. In dem Fall ist es GeoTIFF, sollte kein Problem sein. Aber es könnte ja auch zum Beispiel NetCDF sein, was vielleicht nicht von jeder Software gelesen werden kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier direkt Postprozessierungsschritte reinzusetzen, zum Beispiel Konvertierung nach GeoPackage Raster, weil es ja Rasterdaten sind. Ich sage noch, ich möchte UTM-32 haben. Download starten. Verzeichnis ist Demo. Ja, oder nehmen wir Temp, ist vielleicht besser. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, man sieht hier unten, wird Beginn der Download. In dem Fall besteht der Datensatz aus 6 virtuellen Kacheln und wird heruntergeladen und nachdem alle einzelnen Kacheln heruntergeladen wurden, wird ein Ergebnis GeoPackage raus erzeugt. Man sieht, es ist GDAL-VARP. Man kann im Prinzip jedes beliebige Konsolenprogramm da im Hintergrund konfigurieren. Gut, jetzt gehe ich nochmal hier rein und SQLite Browser. Ja, ist egal. Das ist nicht an, okay. So. Und man sieht hier jetzt, das ist der Aufbau, wir hatten gestern einen schönen Vortrag zu dem Thema GeoPackage, das ist der interne Aufbau von GeoPackage. Es gibt dort einen Layer und wenn ich jetzt die Daten durchsuche, in dem Fall sind es Rasterdaten, das ist eine Teilmatrix, die erzeugt wurde, Zoom-Level, Tile-Column, Tile-Row und wenn ich jetzt auf die Tile-Data gehe, steht dort Blob. Ich habe gestern festgestellt, das Programm erkennt das sogar sauber. Gut, das war jetzt eine Randkachel, aber es funktioniert wunderbar. Abschließend noch, wo sind wir gerade? Wir haben die Abnahme gestartet. Es werden noch letzte Fehler von unserem Dienstleister korrigiert. Und wir haben vorgesehen, unser erstes offizielles Release voraussichtlich Ende Q3 2016 zu machen. Wir müssen noch ein bisschen Handbuch erstellen und was dazu gehört und das Ganze wird dann als Download angeboten werden. Wer sich dafür interessiert, ich habe hier mal so ein paar Notizen noch zu dem ganzen Thema. Können Sie gerne mitnehmen, ansonsten sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, ich bin fast sprachlos. Das ist wirklich einfach. Ich habe eine erste Frage so zum Starten. Wie viele Experten gibt es denn, die das können, was du jetzt gemacht hast, so in Deutschland? Also es gibt immer mehr. Wir haben jetzt festgestellt, das ist auch zurzeit auch vom Schulungsinteresse sehr groß. Also wir haben in den verschiedenen Ländern werden Schulungen gemacht, um möglichst viele an diese Transformationen ranzuführen. Und wir werden in Bayern im Rahmen der GDI ganze Workflows auf dieses Verfahren umstellen, weil es einfach praktisch ist und auch außerhalb von Inspire gut funktioniert, auch bei einfachen Datenmodellen. Gibt es verschiedene Varianten, Armin wird nachher eine etwas andere zeigen, aber grundsätzlich sind wir da sehr glücklich, weil auch über transaktionellen WFS, über HTTP ist es auch super, die Datenübertragung. Genau. Also ich sehe als Berater da halt einfach ein Geschäftsmodell dahinter, dass man sagt, wenn man sich damit auskennt, dann ist das eine Dienstleistung, die im Moment auch nachgefragt wird. Mhm. Und zwar in Deutschland auf jeden Fall, aber auch in anderen europäischen Ländern. Das ist sicherlich eine gute Richtung der Entwicklung. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Ach, der Jens. ist die Idee, aus diesem Download-Client ein halbwegs ordentliches Open-Source-Projekt zu machen, also es zu veröffentlichen? Klar, habe ich gehört. Dann die Frage wäre, wo? Und soll es irgendwelche Strukturen geben, die dann die Weiterentwicklung unterstützen? Das ist eine sehr Frage wiederholen. Also die Frage war, wie der Download-Client, wenn er zur Verfügung gestellt wird, er wird Open-Source dann als Projekt oder als Open-Source-Projekt zukünftig laufen soll. Und das ist eine spannende Frage für uns. Für uns ist das ganz neues Thema. Also als Plattform wird das Ganze auf GitHub zur Verfügung gestellt.
Und aber wie das Ganze dann weiterläuft, ich glaube, das wird für uns ein Lernprozess werden, wie damit umzugehen ist. Aber es wird ein spannendes Thema. Also es ist ja nicht getan, jetzt hier Issue-Tracker etc. anzubieten, muss auch eine gewisse Betreuung dabei sein und wie gesagt, ja, learning by doing. Ja, ich fand das auch super, dass du gesagt hast, bevor du es rausstellst, machst du noch ein bisschen Dokumentation. Dann wird das mit dem Quartal 2016 eher 2017 vielleicht. Ne? Weitere Fragen? Alle erschlagen. Ja, Datenmengen, jetzt ist ja ein Problem bei so Oberflächenprogrammen, dass die manchmal mit den Datenmengen dann doch, habt ihr mal Tests gemacht, wie das ist, wenn man da 10 Millionen Datensätze drauf loslässt? Also die Oberfläche lädt nicht alle Daten, das muss man dazu sagen. Es werden immer kleine Ausschnitte von den Daten geladen und man kann das am Ende wunderbar über Konsole starten und auch dann mit entsprechenden Portionierungen arbeiten, sodass es kein Problem sein sollte. Performance kann ich jetzt konkret nicht sagen. Wir haben andere Fälle, wo wir bis zu 1000 Gigabyte GML per transaktionellen WFS geschrieben haben und das hat dann 5 Tage gedauert, ist aber auch sauber durchgelaufen. Aber das sind Extremfälle. Die meisten Inspire-Themen werden nicht diesen Datenumfang haben. Okay, ja, oh, da ist doch noch Fragen. Bitte, Peter. Ja, du hast jetzt einen Desktop-Teil gezeigt von Hale. Kannst du was zum Webbasierten Variante sagen? Die Frage war zum Desktop-Client von Hale, den wir gesehen haben, und ob es da eine Kommandozeilen, eine Online-Variante gibt. Ja. Also wie gerade erklärt, es gibt eine Desktop-Version und eine Kommandozeilen-Version und es gibt wohl auch eine Lösung für Web, aber die wird von Dienstleister quasi als Dienstleistung angeboten und hat mit der Open Source, also die basiert auf der Open Source, aber es ist halt eine Dienstleistung. Ja. Meine Frage wäre, ob das Hale ausreichend gut dokumentiert ist, dass man das da benutzen kann. Da war jetzt die Frage, ob Hale ausreichend dokumentiert ist, dass man es auch wirklich benutzen kann. Da freut er sich. Nein, ist wirklich gut dokumentiert, also kann man nicht sagen und ich denke, man kommt damit zurecht. Also man ist sicher eine Software, die man in 5 Minuten beherrscht, aber man findet sich wirklich gut rein. Ich war positiv überrascht.